Ich habe jetzt Jagex angeschrieben, halt habe ich Mod angeschrieben. Der muss mich nur kontaktieren. Ich warte jetzt gerade, aber ich glaube, das Forum ist nicht der richtige Ort. Und ja, Moment. So, ich bin wieder da. Tut mir leid für die Unterbrechung, meine Schwester war da. Ihr wisst ja, wie es läuft, wie der Hase läuft. Ihr habt gerade gesehen, ich bin zu nah an den Drachen gegangen. Zungenbrecher. Ich bin zu nah an den Drachen gekommen. Der hat mich mit Nahkampf angegriffen. Darauf sollten Fernkämpfer achten. Mindestens 3 Felder entfernt. Bei den neuen Texturen sieht man das nicht mehr. Ansonsten könnte man es gut sehen, wie viel 3 Felder sind. Ja, und ich habe den jetzt mit Breitbolzen angegriffen. Ich habe darauf jetzt nicht geachtet wegen meiner Schwester. Ihr habt sie, glaube ich, auch ein bisschen gehört, aber macht ja nichts. Hoffentlich. Und das Lied ist zu Ende. Für Leute, die fragen, welche Lieder ich benutze, ich gebe einfach Electro House Music ein. Weil, naja, bis ich jetzt irgendwas finde, das passend ist für RuneScape und den Rest. Guter Arsch. Ja, ihr werdet öfters sehen, dass ich in YouTube bin. Aber macht ja nichts. Alles läuft über YouTube. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, ich mach mal kurz. Okay, naja, egal. Und ja, ich habe jetzt einen Mod. Werde ich einen Mod anschreiben. Wenn der nicht im Forum auf mich zurückkommt, werde ich ihn anschreiben, ob ich eine Lizenz dafür bekomme. Weil wenn die. Weil das ist auch Werbung für die. Wisst ihr, das. Naja, hat ja eh nichts mit eurem Konto zu tun, aber wäre ja nicht mal schlecht. Und wenn ich. Also halt, wie gesagt, wenn ich RuneScape als. Wie hieß das dort nochmal? Ach ja, als Hauptprojekt machen will, wäre eine Lizenz nicht mal so von schlechten Eltern. Und Stalldrachen dauern viel, viel länger. Ihre Verteidigung ist viel höher, haben mehr Lebenspunkte als Eisendrachen. Das sieht man auch direkt am Level. Aber Stalldrachen haben wirklich eine sehr gute Panzerung. Wir nehmen jetzt direkt wieder die Rubinbolzen. Der kann uns angreifen, uns passiert nichts. Wir haben Anti-Feuertrank, haben Anti-Drachenschild. Das ist eine hundertprozentige sichere Methode, deren Atem, Feueratem, hier, wie sagt man so schön, stand zu halten, da macht dir kein Prozent Schaden. Wenn ihr hier kommt sowieso dann im Textfeld ein rotes Schrift, das Anti-Feuertrank wirkt nur 30 Sekunden oder so oder eine Minute, dann direkt noch eins trinken. Wenn ihr mal kurz AFK seid, dann halt zur Sicherheit noch mal eins trinken. Ich weiß leider nicht, wie lange ein Schluck hält. Ich glaube 5 Minuten. Ich weiß es aber nicht. Also hatet mich nicht. Ja, es gibt auch Stellen, die hitten euch. Ich weiß nicht wieso. Und ja, und auf jeden Fall noch Anti-Drachenschild, weil nur Anti-Feuertrank hilft euch nicht. Ja, das ist so 50-50 Chance. Das andere ersetzt das andere halt, ne? Ach so, ich glaube die Rubinbolzen, das war genau. Ja, okay, ich habe es gerade gesehen. Wenn die speziellen Effekte von dem Rubinbolzen kommen, halt diese Prozentzahl abziehen und so, dann nehmt ihr selbst noch ein Stück Schaden zu. Also
Also müsst ihr aufpassen, ihr müsst regelmäßig essen, wenn ihr damit kämpft. Ja, ansonsten, was soll ich denn noch sagen? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr herkommt von den Schwarzdämonen. Für Leute, einen Moment mal bitte. Oh Gott, Leute, tut mir leid. Meine Schwester, die ist so anhänglich in letzter Zeit. Ja, das ist halt kein Ding, aber wenn ich Let's Plays mache, aufnehme, das ist das Problem. Naja, was soll's. Ja, machst du mal ein bisschen hin, Alter. Da steht. Du bist bald nicht mehr gegen Drachenfeuer geschützt. Wenn genau dieses Textfeld kommt, einmal trinken. Von mir aus noch ein Fernkampftrank. Ihr habt es gerade gesehen, mein Fernkampftrank ist wieder runtergegangen auf 78. Guckt mal einen an. Playback, du hast schon mal ein Let's Play gemacht. Ach, der ist gar nicht in meiner Liste. Wollte hinzufügen. Ja, ich nehme gerade auf. Ja, ich habe sehr häufig Anfragen bekommen. Willst du mal mit mir spielen bei RuneScape zusammen? Na klar, will ich mit euch spielen. Das Ding ist nur, ich kann nicht RuneScape immer aufnehmen oder ich kann mit euch nicht immer spielen, weil darum. Nein. Wir können gerne spielen, aber dann bitte habt ein Headset, damit ihr reden könnt. Ich will nicht ganz jetzt schreiben oder so. Seid einfach nicht. Und ein bestimmtes Alter wäre gut. Wäre sehr gut, wenn ihr ein bestimmtes Alter haben würdet. Oder eine gewisse Erfahrung bei RuneScape. Das würde euch erleichtern, mit mir zusammen zu spielen. Okay, der greift uns weiter an, macht nichts. Wir nehmen das Runit-Wurfspeer und altschen das mit hoher Alchemie. Dafür bekommen wir Geld dann. Ich weiß jetzt gerade nicht wie viel, aber das gibt auch Magie-Erfahrungspunkte. Viele, die Level Magie 99 sind, haben das mit Alchemie gemacht. Respekt an die. Und was schreibt der denn hier? Ich hätte gerne kommen, aber heute wurde gescampt. Oh Mann, ich renn mit Schwarzdrachen. So. Moving Tracks. Trotzdem mein Beileid. Ja, 25 Millionen, das ist traurig. Ich sag traurig, wenn man die verliert. Aber ist kein Weltuntergang. Ich habe einige Leute gesehen, die haben 20 Millionen verloren, die sind zusammengebrochen. Ey Leute, das ist ein Spiel, das ist nicht euer Leben. Macht sehr viel Spaß. Ja, ihr habt sehr viel investiert, sehr viel Zeit und sowas, aber ist immer noch ein Spiel. Es wäre was anderes, wenn ihr jetzt mit eigenen Händen ein Haus bauen würdet, Erdbeben oder so, oder irgendjemand würde es zerstören und danach, da könntet ihr depressiv werden, aber doch nicht wegen einem Pixel. Wegen Pixelspiele oder Pixelfarben oder irgendwas. Bitte, ich bitte euch. Zum Beispiel, der ist jetzt ganz normal. Sagt, ja, ich traue mich nicht. Kann ich verstehen. Nackt ist auch nicht gerade das Tollste. Ich frag dir mal kurz was. Welches CB bist du? CB heißt, Combat. Irgendwas mit Combat? Nein, bleib hier. Combat, irgendwas, das heißt Kampfstufe. Combat. Ich frag den direkt hier beim Let's Play, ob er mit zum KDB will. Königs Schwarzdrachen. Nein, KS.
Nein, KDB, warte mal, KBD heißt King Black Dragon. Ja, Königsschwarzrache halt. Ja, und da greift der nächste schon an. Die lassen. Die kriegen hier einfach keine. Ja, ihr hört bestimmt gerade meine Schwester wieder. Ja, die weint. Vielleicht muss ich auch gleich hier raus. Oh, die weint sehr. Ich höre das sogar durch meine Gaming-Headsets. Die sind gerade sehr laut. Naja. Ich frage den, willst du mal mit zum King Black Dragon? KBD heißt der. Aufnehmen. Was sonst? Ja. Was soll ich sagen? Ich sag mal so, je höher das die Kampfstufe, desto arroganter sind die Spieler. Weil die denken dann, hey, ich will was Besseres, hey, ich mach euch fertig. Ich war noch nie so. Weil die haben das bei mir abgezogen, die haben das bei anderen abgezogen, bei Freunden, bei in meinem Clan sogar. Und ich wollte mich nicht auf deren Niveau runtersetzen. Und danach habe ich die fertig gemacht. Arrogantes Arschloch. Naja, was soll's. King Black Dragon. Königs Schwarzdrache. Drei Köpfe. Schwarz. Level 270 plus. Ja, ich glaube 270 ist der. Ja, bis jetzt 270 sein. Warte, ich frag dich mal, kommt man irgendwie sicher dahin? Ja, leider. Durch die Wildnis laufe ich bestimmt nicht, ey. Das ist so gefährlich geworden wegen den ganzen Spielern. Ich sag's euch, wenn die dort Clanmates haben oder PK-Clan und haben gerade ein Event und rushen durch die ganze Wildnis in RuneScape. Nee, da kommst du nicht so. Ja, in seiner Höhle, aber der Weg nicht. Oh, 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 die Breitbolzen. Ja, wie ihr es schon seht, ich hatte 80 Rubinbolzen, 200 Breitbolzen. Wie gesagt, mit dem Rucksack kommen halt die Bolzen zurück zur 70%, 80%, 90%. Aber bei den restlichen, die verschwinden einfach, die werden dann hier getroppt. Ich muss mal gucken. Lass mit der Accidentele dahin. Hab ich den? Nein, hab ich nicht. Niemals zu früh losrennen, das was ich gerade gemacht habe, ist Fehler. Und Hinweisschriftrolle schwer. Was ist denn hier los? Einmal Essen. Rubinbolzen. Goldmünzen. Hinweisschriftrolle schwer. Was steht denn hier drauf? Ja, ist ein Koordinaten. Dieses Clou machen wir. Hoffentlich bekommen wir was gute Sachen. Ne? Kann sein, dass ich gleich umziehen muss. Weil meine Schwester macht Stress. Ich glaube, meine Mutter will sich zum Schlafen bringen. Einen Moment bitte. Oder doch nicht. Nein, wenn ihr die beiden hört, dann tut es mir schon mal leid. Ja. Ich kann mal nie in Ruhe aufnehmen, ey. Das ist so schlimm. Aber trotzdem bedanke ich mich für eure Abos. Das macht mich immer wieder glücklich. Und danach will ich immer besser werden. Immer professioneller so. Aber mit diesem komischen Headset-Mikro-Teil funktioniert es gerade nicht. Ich bin gerade dabei, habe ja mein Zimmer renoviert, wie erzählt. Bin gerade dabei, eine Canon 600D zu holen.
halt morgen mit meiner Mutter, Ratenzahlung und so, keine Finanzierung zum Glück. Und ist auch gesunken von 850 auf 600, glücklicherweise, ich bin so glücklich, ne. Hoffentlich bekomme ich das morgen. Schreibtisch brauche ich noch. Ich brauch